war zum Beispiel der Fahrdienstleiter, der ihn angerufen hat und ihm eine Information hat zukommen lassen. Ne? Wir ändern das Gleis in Tutzing und was haben wir noch gemacht? Anschluss warten. Ja. Also Lokführer kann mit dem Fahrdienstleiter immer Kontakt aufnehmen und auch andersrum. Ach schon nach Kochel, 1.10, da geht der jetzt her. Was der wartet. Ach so, ja. Ach, deswegen nach 3, ja, clever. Ja. Denkt man gar nicht. Gibt noch welche, die mitdenken. Ja, sehr schön, ja. Sehr schön. Das könnte verschiedene Gründe haben. Fällt jemand ein Grund ein? Zustände. Am Bahnsteig an unserem, richtig. Unser Gleis kann besetzt sein. Oder ein ausfahrender Zug kreuzt unsere Gleise. Das wäre auch möglich. Seht ihr das? Habt ihr gesehen, wie es umgesprungen ist? Auf? Das heißt? Das nächste ist rot. Ist was? Das nächste ist rot. Richtig. Das ist das Einfahrsignal von Parsing. Das heißt, er kommt jetzt schon an den Bahnsteig. Aber am Bahnsteigende steht das Ausfahrsignal und das ist rot.
Zeit, in der wir jetzt an Bahnsteig gefahren sind, seht ihr, ist das Ausfahrsignal grün geworden. Gleise dazukommen hier rechts. Ja. Ne? Da kommt dann die Strecke aus, ich sag mal, Regensburg, Nürnberg, die über Ingolstadt fahren. Ne? Das sind alles so die Gleise hier. Ja. Links haben wir wieder einen Abstellbahnhof. Da sehen wir vorne links dieses Haus mit den roten Türen, dieses weiße Haus mit den roten Türen. Das ist unsere Waschanlage. Da werden unsere Züge durchgefahren oder reingestellt und gewaschen. Das ist wie eine Waschanlage fürs Auto, nur für Züge. Hier links das Haus, wo DB dran steht. Jetzt, wenn wir hier gleich an dem Haltepunkt vorbeigefahren sind, Hirschgarten, sehen wir links ganz viele Züge abgestellt. Das ist auch wieder eine Abstellanlage. Ähnlich so eine Abstellanlage, die wir vorne in Garmisch gesehen haben, nur größer, ne? Seht ihr? Hauptbahnhof in Bahnhofsteil Starnberger Flügelbahnhof. Geht auf einen Prellbock, gleich Endabschluss zu. Er wird also runter signalisiert. Hier 60, 40 erwarten. Seht ihr hier die 4 mit dem orangen im Hintergrund? Das heißt, er reduziert seine Geschwindigkeit auf 40 und wird dann sogar noch auf 30 signalisiert und fährt dann mit 30 im Bahnsteigbereich ein. Sehen wir gerade schön viele Baureihen, links ein 442,
daneben die Lokomotive 146. Wir selber sind auf der Lokomotive Baureihe 111. Hier rechts habt dann Dieseltriebwagen Baureihe 612. Habt ihr Vielfalt geboten. Guckt halt, wie viele hier drauf sind. Angst, dass du nach unten fährst. Ja, ja.